Hallo, 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 willkommen in unserem nächsten Lindy Hop Snack. In dieser Episode widmen wir uns dem Straight Swing Out und schauen uns an, wie wir das kreativ und spielerisch gestalten können. Los geht's! Als Straight Swing Out sehen wir ein Swing Out, bei dem die Follower gerade vorwärts gehen. From open. Rotated Swing Out wäre, wenn wir die Follower rotieren. Wir haben aber in diesem Fall den Straight Swing Out. Das heißt, sie geht straight forward. Ta, ta, ra, gerade nach vor. Wam, ba, bam. Das ist die Basis. Jetzt werden wir aus diesem Straight Swing Out eine kleine Under the Bridge sogenannte Bewegung des Herren gestalten bzw. des Leaders. Sprich, ich drehe unter meiner linken Hand oder besser gesagt, ich gehe darunter. Ja, das heißt, dann schaut so aus. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, so ein kleiner Spaziergang unter der Hand. Das gleiche können wir dann from open gestalten. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Damit wir das schaffen, drehe ich mich nicht wie beim normalen Swing-Out gerade zu ihr, sondern natürlich positioniere meinen Körper so, dass ich da quer durchgehen kann. Hier ist wichtig, dass die Hand rechtzeitig oder frühzeitig hinunter geht, damit wir nicht in diese Position am Ende landen. Jetzt einmal noch mit dem, das heißt, positioniere mich so mit dem Körper. Hand geht hoch, gleich runter, 7 und 8. Die Follower haben hier jetzt die Möglichkeit, das 7 und 8 in einen Slide enden zu lassen. Das ist einmal die erste Variante. Das heißt, wenn die Leader da unten durchspazieren, dann nutze ich die Gelegenheit und statt 7 und 8 mit einem Triple Step mache ich einen kleinen Slide. Und wir Leader können natürlich genau das Gleiche machen, weil wir eigentlich die Damen inspiriert haben. Sie haben den Move von uns genommen. Aber lassen wir das einfach, okay? Wir zeigen das jetzt einmal noch im Fluss mit den Slides. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3. Und einmal noch. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3. Hier bei dem Slide, da ist wirklich wichtig, dass wir schauen, dass wir nicht in dieser Position landen. Weil dann, wenn die Rockstep tanzen sollte auseinander, dann sind wir sowieso durch. Nächste Stufe wäre, dass die Leader anstatt 5, 6, ja, Schritt, Schritt oder Rockstep tanzen, dass wir so einen kleinen Pada-Schritt tanzen. Das heißt, und 1, 2, 3 und 4, tada! Und 7 und 8. Ja? Das heißt, anstatt 5, 6 tanzen wir und 5 auf 6 warten wir. Ja? Und 1, 2, 3 und 4, tada! Und 7 und 8. Ja? Und dann gibt es da mehrere Versionen. Entweder tanze ich um 5, 7 und 8 oder um 5, 7, 8. Ja? Also, das ist da wirklich Variationen ohne Ende. Tanz jetzt und 5 und dann mit dem Slide. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, Slide, ram, pam, pam. Noch ein kleiner Hinweis zum Stretch bzw. Slide. Man kann den Slide auch als kleinen Stretch tanzen, das habe ich jetzt vorher eigentlich die meiste Zeit getanzt, um eben diesen Abstand noch besser kontrollieren zu können. Das wäre Slide und quasi Slide. Das heißt, es ist ein Schritt, der vorher in die Hocke so leicht geht und wir drücken uns vom Fuß weg. Und das wäre Stretch. Das heißt, anstatt 7 und 8 am Platz, wir tanzen einen Schritt und haben eine eben elastische Bewegung. Die Hüfte geht raus und dann shapen wir eben denselben Schritt neu. Wir zeigen es einmal mit Slide und einmal mit Stretch. Zuerst das Slide. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, Slide. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, Stretch. Und 1, 2. Auch wir Follower können noch eine Rhythmusvariante einbauen, damit wir auch eine Rhythmusvariante so wie der Leader auf 5, 6 einbauen können. Das heißt, wir tanzen statt 5, 6 und 5 und dann einen Slide oder einen Triple Step. Wir tanzen es jetzt einmal vor, das heißt 1, 2, 3 und 4, er geht durch und 5
Und ich nutze jetzt auch die Gelegenheit und starte mit meinem linken Fuß und dann einen Schritt cross. Das heißt, und 5. Und jetzt gehen wir einen Stretch bzw. einen Slide. Das gleiche tanzen wir nochmal in die andere Richtung, weil wir Follower wurden jetzt nicht gesehen. Heißt, 1, 2, 3 und 4 und 5. Slide. Und 1, 2. Alle diese Varianten, die wir gezeigt haben, können unabhängig voneinander kombiniert werden. Manchmal fühlen wir uns inspiriert voneinander, wenn jemand von uns daran macht und man spürt das in der Connection und man fühlt sich einfach eben, wie gesagt, inspiriert, dass man es selbst macht, oder man kann etwas komplett anderes machen. Wichtig ist nur, dass wir unsere Connection relativ stabil behalten, beziehungsweise dass sie nicht nur weil ich Slide mache, dass ich mir jetzt komplett stretch und meinen Partner störe bzw. seine Balance. Bei all diesen Varianten manchmal übersieht man wieder die Basis, auf der das Ganze basiert. Jetzt nochmal zur Wiederholung. Die Basis ist ein straight swing out from open oder closed. Und dann haben wir das mit dem under the bridge, ja, verändert. Und dann dieses under the bridge haben wir dann mit tara, para, bum, mit unterschiedlichen Footwork-Varianten ein wenig aufgepeppt. Das ist eigentlich nur der Beginn, was man da alles machen kann. Wir ermutigen dich, selbst deine eigenen vielleicht Kombinationen, Footwork-Varianten oder Body-Shapes da hinein zu interpretieren und einmal das Ganze zu erkunden. Es gibt aber natürlich sehr viel mehr Variationen, als wir hier gezeigt haben. Und wenn du diese wieder erkunden willst, kannst du sehr gerne bei unserer Lindy Hop Academy vorbeischauen, die wir gerade vor wenigen Wochen online gestellt haben. Es gibt extrem viele Grundbausteine und dann auch wieder sehr viele Tipps und Tools, wie du aus deinen Basics Wow-Varianten machen kannst. Wir tanzen jetzt einmal noch mit Musik, all die Varianten, und währenddessen kannst du den Kanal abonnieren bzw. dieses Video liken. Und abonnieren ist sehr praktisch, weil dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir weitere solche Basic to Wow Snacks posten. Bis bald irgendwo auf der Tanzfläche oder in einem der nächsten Videos. Ciao, ciao!